Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte gerne auch ein kleines Nachwort geben zu dem Video, was ich gemacht habe über Gesetz und Gnade und über das Gesetz des Mose und Gesetz des Geistes und da ein paar Gedanken noch hinterher schieben, die mir wichtig sind. Deswegen habe ich die auch aufgeschrieben hier auf so ein Blatt Papier und lese die da ein bisschen ab, damit das auch geordnet rüberkommt. Im Alten Testament galt das mosaische Gesetz oder das aaronitische Gesetz und alle Menschen im Alten Testament, die Israeliten insbesondere, auch der Fremdling, war unter das Gesetz getan. Auch Jesus war unter das Gesetz getan. Paulus schreibt in Galater 4, Vers 4, da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, oder geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Im Neuen Testament gilt aber ein neues Gesetz. Warum? Weil sich das Priestertum verändert hat. Da steht in Hebräer 7, wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Daher gilt im Neuen Testament für alle Wiedergeborenen ein neues Gesetz, ein anderes Gesetz. Paulus nennt dieses Gesetz im Neuen Testament das Gesetz des Geistes oder das Gesetz Christi. Jakobus nennt es das Gesetz der Freiheit. Das Priestertum ist geändert worden, und zwar vom aaronitischen Priestertum zum Priestertum des Melchisedek. Jesus ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks, so steht in Hebräer 5, Vers 10, und Gott selbst hat ihn als hohen Priester begrüßt, einen hohen Priester nach der Art des Melchisedek. Und zwar ein ewiges Priestertum und ein Königpriestertum. Oder in Hebräer 5, Vers 11 steht auch zu diesem ganzen Thema, weil dieses ganze Thema Gesetz des Mose und Gesetz des Geistes, das kann man eigentlich nicht wirklich erklären, weil da geht es nicht darum, dass da Intelligenz fehlen würde, um das zu verstehen, sondern da fehlt eigentlich die Wiedergeburt, da fehlt Gottes Geist, denn diese Dinge müssen geistlich beurteilt werden. Wenn Jesus Christus ein Priester nach der Weise Melchisedeks ist, dann ist er ja kein Priester mehr nach der Weise Aarons. Wenn aber Jesus ein Priester nach der Weise Melchisedeks ist, dann hat sich das Priestertum geändert, und wo sich das Priestertum geändert hat, hat sich auch das Gesetz geändert. Ja, das alttestamentliche Gesetz des Mose, das ist geändert worden, und das ist das Gesetz des Geistes oder das Gesetz Christi, das Gesetz der Freiheit. Der Hebräerbrief, der sagt, darüber könnten wir noch viel sagen, aber es lässt sich so schwer darlegen, weil ihr nicht mehr richtig hinhören wollt. Eigentlich müsstet ihr längst andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch noch einmal die Anfangselemente der Botschaft Gottes beibringt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung, gilt für alle Gesetzeslehrer, Gesetzeschristen. Zu seinen Lebzeiten war Jesus ja gar kein Priester. Und er konnte auch gar kein Priester sein, weil er aus dem Stamm Davids war und nicht aus dem Stamm Levis. Das steht im Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 14, denn wie wir wissen, kommt unser Herr aus Juda. Doch Mose hat Juda nie in Verbindung mit dem Priestertum erwähnt. Ja? Jesus ist aus dem Stamm Juda. Er kam als König, er kam als Sohn Davids, deswegen war er aus Juda und deswegen war er kein Priester zu Lebzeiten. Er durfte nicht mal in den Tempel, nicht mal ins Heiligtum dort Dienst tun. Ja? Er durfte nicht mal in seinen eigenen Tempel rein, nach der alttestamentlichen Ordnung. Wenn Jesus aber zu Lebzeiten unter das Gesetz getan war, dann hat er ein anderes Gesetz gehalten oder halten müssen als wir Christen im Neuen Testament. Denn er war unter das Gesetz des Mose getan. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er uns aber ein neues Gesetz gegeben, weil er ein neues Priestertum begonnen hat. Das des ewigen Priesters nach der Weise Melchisedeks. Zu seinen Lebzeiten musste Jesus noch das mosaische Gesetz halten. Aber wir im Neuen Testament sind durch seinen Tod dem Gesetz des Mose gestorben. So sagt Paulus in Römer 7, Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi. Ja, so wie der Leib Christi auf Golgatha getötet wurde, so ist auch die Gemeinde Jesu Christi dem Gesetz getötet. Wir sind dem Gesetz abgestorben. Viele wenden ein, dass Jesus aber nicht gekommen sei, das Gesetz aufzulösen und wir deshalb das Gesetz oder Teile daraus halten müssten und erfüllen müssten. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen.
Oben habe ich schon mal gesagt, es lässt sich schwer darlegen, weil ihr nicht mehr richtig hinhören wollt. Und das gilt auch für diesen Vers. Denn Jesus kam nicht, um das Gesetz einfach für ungültig zu erklären und aufzulösen, sondern er musste es tun und halten, denn er war unter das Gesetz getan. Denn sonst hätte er nicht für unsere Sünden sterben können. Denn wenn er das Gesetz übertreten oder missachtet hätte, dann hätte er gesündigt. Und dann hätte er nicht auferweckt werden können. Die Tatsache, dass Gott ihn aber auferweckt hat, zeigt, dass Jesus den Tod nicht verdient hatte. Sonst hätte Gott ihn nicht auferweckt. Jesus Christus hatte den Tod nicht verdient, weil er ohne Sünde war. Er war ohne Sünde, weil er als Einziger das Gesetz ganz gehalten hat. Die Tatsache, dass er vom Vater auferweckt wurde, zeigt also, dass er das ganze Gesetz gehalten hat, denn sonst hätte Gott den Sohn nicht auferwecken können. Er kam also nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu tun, weil er nur so für unsere Sünden sterben und uns vor dem ewigen Tod retten konnte. Jesus sagt mit diesen Worten aber nicht, dass das Gesetz noch weiterhin gelten würde und von uns auch erfüllt werden müsse. Aber das lässt sich nur schwer darlegen, weil ihr nicht mehr richtig hinhören wollt. Eigentlich kann ein nicht wiedergeborener Mensch das auch alles nicht verstehen, denn es muss durch Gottes Geist beurteilt werden, sagt Paulus in 1. Korinther 2, Vers 14. Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es eben durch den Geist beurteilt werden muss. Doch ein Mensch, der den Geist Gottes empfangen hat, der kann das alles richtig beurteilen. Er selbst kann allerdings nicht wirklich von einem anderen beurteilt werden, der den Geist nicht hat. Man kann das alles also nicht erklären, sondern nur davon berichten. Die, die wiedergeboren sind, die erfassen es und die anderen ärgern sich. Aber das war schon immer so und das bleibt auch so, bis Christus kommt und darüber entscheidet. Das muss sogar so sein, weil dieses Wort trennt zwischen Geist und Fleisch, zwischen dem Wiedergeborenen und dem irdisch gesinnten Menschen. Das muss so sein. Der Ärger muss entstehen und der wird auch dort entstehen, weil der nicht wiedergeborene Mensch das überhaupt nicht erfassen kann. Dem geht es um ganz andere Dinge. Ja, dem geht es ja immer nur um seinen Wandel und da versucht er irgendwo einen Maßstab zu finden, freut sich über diese vielen Vorschriften im Gesetz. Aber wenn sich das Priestertum geändert hat, dann hat sich auch das Gesetz geändert. Denn wir haben einen ewigen Hohenpriester. Wenn aber jemand das alte Gesetz halten will, dann hat er den ewigen Priester Jesus nicht. Er will noch immer das alte mosaische Gesetz halten. Und darin offenbart sich auch sein irdischer alter Sinn. Dann hat er aber zwangsläufig auch Aaron und seine Nachkommen zum Hohenpriester. Dann hat er aber keine Opfer und keine Reinigung von seinen Sünden. Denn Aaron ist tot und seine Nachkommen sind auch gestorben. Jemand, der so glaubt und so denkt und so handelt, ist noch im alten Bund und eigentlich ein rechter Jude. Denn er glaubt nicht, dass Gott in seinem Sohn ein neues Gesetz gegeben hat. Wer aber Gott gefallen will, der muss glauben, was er tut und sagt. Sonst macht er Gott zum Lügner und Christus ebenso. Manche wenden ein, dass Jesus gesagt hätte, wer meine Gebote hält, der liebt mich. Und dass Jesus damit das Gesetz des Mose meinen würde. Johannes 14, 21 steht, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Damit meint Jesus aber nicht das Gesetz des Mose. Denn er sagt ja nicht, wer das Gesetz des Mose hält, der liebt mich. Sondern er sagt, wer meine Gebote hält, der liebt mich. Wer meine Worte hält, wer mein Gesetz hält, der liebt mich. Das ist aber sein neues Gebot, dass wir uns untereinander lieben, sagt Jesus. Johannes 13, Vers 34 steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf das auch ihr einander lieb habt. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus. Kann Jesus einfach so ein neues Gebot geben? Ja, denn er ist das Gesetz und er ist der Gesetzgeber und er ist der Richter
Wenn aber er selbst uns ein neues Gebot gibt, dann hat er das Gesetz geändert. Das Gesetz des Mose gilt noch immer und es gilt für die ganze Welt. Aber dieses Gesetz für die Gläubigen, die Jesus lieb haben, die wiedergeboren sind, für die gilt dieses Gesetz nicht. Die haben ein neues Gesetz, so wie Jesus sagt, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habet. Und die Liebe ist das Gesetz der Erfüllung. Das Gesetz des Mose gilt immer noch. Und es gilt für die ganze Welt. Aber es gilt nicht mehr für die Wiedergeborenen. Denn die sind dem Gesetz abgestorben. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Und die Übertretung des Gesetzes ist die Sünde. Wenn wir aber mit Christus mitgestorben sind und er uns seinen Tod zurechnet, dann sind wir ja schon gestorben. Dann haben wir die Strafe des Gesetzes schon erlitten, weil Christus sie für uns erlitten hat und sie uns schenkt. Damit sind wir vom Gesetz frei. Paulus sagt zu Timotheus in 1. Timotheus 1, Vers 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Und weiß solches, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Kein Gesetz gegeben ist. Sondern den Ungerechten ist ein Gesetz gegeben. Den Ungehorsamen, den Gottlosen, den Sündern, den Unheiligen, den Ungeistlichen, den Vatermördern, den Muttermördern, den Totschlägern, den Huren, den Kinderschändern, den Menschendieben, den Lügnern, den Meineidigen und wenn etwas mehr der heilsamen Lehre zuwider ist, denen ist ein Gesetz gegeben. Und das wollt ihr halten? Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht und weiß solches, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Hört ihr das? Das Gesetz gilt nicht mehr für die, die wiedergeboren sind und die in Christus sind. Die sind durch Christi Tod dem Gesetz gestorben. Wir sind nicht mehr dem Gesetz verpflichtet, sondern wir gehören dem auferstandenen Jesus Christus. So wie Paulus sagt in Römer 7, also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, auf das ihr eines anderen seid, nämlich des, der von den Toten auferweckt ist. Das ist ja das, was ich sage. Wir sind nicht mehr dem Gesetz verpflichtet, sondern wir gehören dem auferstandenen Jesus Christus. Also auch ihr, meine Brüder, seid dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, dass ihr eines anderen seid, nämlich des, der von den Toten auferweckt ist. Wir gehören Christus und nicht mehr dem Gesetz. Wir sollen also das Gesetz nicht mehr halten, sondern wir sollen Gott Frucht bringen. Das ist aber was ganz anderes. Warum sollen wir denn Frucht bringen? Naja, Frucht bringen nur lebendige Pflanzen. Frucht ist etwas Lebendiges, ja? Aus einem Stein kann keine Frucht kommen. Aber aus einem Baum, aus einem Strauch, ja, da kommen Früchte. Aus einer Blume, aus Pflanzen, aus lebendigen Wesen, da kommt Frucht heraus. Ja? Und weil wir lebendig geworden sind durch die Wiedergeburt, deswegen sollen wir Gott Frucht bringen. Und nicht mehr das Gesetz halten. Das Gesetz ist gut, wenn man es recht braucht. Paulus sagt in Galater 3, so führt das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. So führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus. Und allein so hat Paulus das Gesetz gebraucht und so verwenden wir und so verwende ich das Gesetz auch, um Menschen ihrer Sünde zu überführen und zu Christus zu führen, wo kein Gesetz mehr gilt. Ich verwende das Gesetz aber nicht so, dass ich den Leuten sage, ihr müsst das Gesetz halten und darin ist euer Heil. Sondern ich sage, ihr müsst das Gesetz halten und dann werdet ihr sehen, dass ihr daran scheitert. Ihr werdet daran scheitern und dann braucht ihr Erlösung, weil ihr seht, dass ihr Sünder seid. Das Gesetz zeigt uns die Sünde. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, aber keine Erlösung. Die Erlösung kommt durch wen? Durch Jesus Christus. Das ist das, was ich sage. Deswegen sind wir im Neuen Testament nicht ohne Gesetz. Wir sind unter dem Gesetz des Geistes, wir sind im Gesetz Christi, wir sind im Gesetz der Freiheit, aber wir sind nicht mehr unter dem Gesetz des Mose und vor allem sind wir nicht mehr unter dem Schuldspruch des Gesetzes. Wer es fassen kann, der fasse es. Alles Gute, Gottes Segen und bis bald.